Und direkt geht's auch weiter mit einer weiteren Folge von FLIVE, meine lieben Freunde. Ich mach sofort weiter hier. Und ja, Ed freut mich. Ed geht momentan richtig gut ab hier. Aber hier sind trotzdem noch Menschen. Ganz viele Menschen. Wo man nicht in Ruhe AOEen kann. Deswegen gehe ich meistens immer so Channel 2 und all so ein Shit. Oh, guck mal, wir machen mit der Axt 1000 Damage schon. Gut, ich hole jetzt hier in AOE rein. Ach, jetzt habe ich den Action-Slot noch nicht bearbeitet. Ich könnte auch locker 101-Night machen, ey. Aber bei vielen Privatservern, die haben das gemacht, dass der Night noch ein Schild tragen kann. Dass man den auch auf 101 spielen kann. Das ist auch richtig geil. Hast du so eine fette Axt und noch ein fettes Schild, ey. Dann hast du so einen fetten 101-Night. Oh, komm, euch beide nehme ich. Dich nehme ich auch noch. Damit du zufrieden bist. Dann hauen wir den mal weg hier mit den AOEs. Das AOE haut auch rein. Der haut rein, Freunde. Wir können uns schon eine neue Axt einsetzen. Aber jetzt gibt es erstmal wieder Ware. Ware. So, STA. So, ich gehe nochmal eben kurz zurück. Weil dann kann ich mir nämlich schon eine neue Axt holen. Weil das Set, das behalten wir jetzt erstmal. Das mache ich jetzt erstmal hoch. Gibt auch bestimmt Awakening, damit man sich so, also sofort seine Suit erwecken kann und so. Aber wieso hat er ein Masterzeichen und ich nicht? Ich weiß es nicht. Ach, wieso gehe ich denn hier hin? Ah doch, da könnten wir eigentlich schon mal was regeln. Ich könnte da eigentlich schon mal was ausprobieren. Doch, das mache ich. Darauf habe ich Bock. So, dann holen wir uns erstmal die Bloody Axt nicht, ne? Die Lutzaka Crystal Big Axt. Und die Ancient Two-Handed Axt. Die können wir schon mal uns leisten. Ja. So, dann gibt es nämlich wieder viel mehr Stats und so. Und was ich ausprobieren wollte, cool, wir haben noch gar keinen Moonstone. Warum haben wir keinen Moonstone? Kann man sich Moonstone kaufen? Nee, kann man nicht. Das ist jetzt Kacke, weil ich brauche Moonstone. Warte mal, vielleicht verkauft einer Moonstone. Ich porte mal nach Sand Morning. Dies und das, weil hier gibt es ja schon einige Shops und das auf dem Privatserver. Was halt richtig geil ist. Lol, zwei Perinen. Du kannst ja sogar mit Perinen bezahlen, oder was? Lalalala. Alle Quinset. Boah, 175, ey. Was gibt's hier? Keine Moonstones. Ich brauch Moonstones. Haben die da vor allem Perinen, oder was? Oder was ist das für eine Währung hier? Nee. Komm, ihr habt doch hier Moonstones, Alter. Oder wo farmt man die? Man farmt die bestimmt easy leicht. Was heißt das, wenn ich das jetzt reinpacke? Boah, Perin oder was? Oh ja. Hier hast du mit Perin. Dacratesia, Jojo. Kauft einer Perin. Hä? Ich check's nicht. Was sind das für Währungen? Muss man das verstehen? I don't know. So, ich gucke jetzt erstmal, ob man hier irgendwie Moonstones findet. Perin mit Red Chips? Auf alle. Ne, ich habe keine Ahnung, ob man hier irgendwo Red Chips findet. Ich port mal wieder zurück. Oder warte mal. Nee. Nee, nee. Immer noch Flares. Ja, aber wo kriegt man denn Moonstones her? Oder ich könnte ja was ausprobieren. Das kostet mich wahrscheinlich die Suit, aber man kann es ja mal ausprobieren, ne? Das kann ja... Ah, nee, geht ja gar nicht. Wir brauchen wir Moonstones. Wo droppt man hier Moonstones? Sockeln, warte mal.
Schmuck. Ja doch, ich brauche Moonstones. Aber woher? Was haben wir hier? Clockwork-Eingang? Nee. Nee, nee, nee. Wer droppt denn Moonstones? Wo droppt man Moonstones? Ja, eine Rheinecke. Wir können uns vielleicht schon ein Pet machen. Den Löwen brauchen wir. Der gibt nämlich STA. Hier können wir uns ein Hoverboard kaufen. Dab, 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 dab. Gucken, wie teuer ist denn ein Pet? Mal gucken, ich kann ja mal Petfood erstellen. Mal gucken, wie viele wir bekommen. Sieht nicht danach aus, dass wir viel bekommen. Aber wir sind ja eh noch keiner Gilde, also... Fuck off. Brauchen wir eh noch nicht spenden, also können wir die selber benutzen. Hier gibt's auch noch was. Was Leckeres. Da machen wir uns mal ein Pet oder so jetzt. Ich kauf mal hier ein. Komm, gib mal. Gib mir ein Eck. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel... Oh Mann. So, das war's. Aber ich wette mit dir, wir kriegen nicht sofort den Dings. Nicht sofort den Lion. Das wäre geil. Okay. Und? Hä? Ach, muss ich jetzt nochmal so machen? So. HP-Rate. Ah, ne, der Dings ist besser, der Lion. Der Lion. Aber solange können wir das benutzen. AP plus 91, hör mal, wir sind jetzt OP. So, ich geh jetzt mal out. Ne, ich brauche erstmal nochmal eben Food. Oh, geil, und die kosten einfach mal nur so wenig. Boah, geil. Da kaufe ich direkt erstmal für 11 Millionen, ey. Jetzt können wir AOE eben bis zum geht nicht mehr. So, Channel 2. Ihr müsst auch aufpassen, ne, Leute? Euer Pet verliert an HP. Deswegen müsst ihr immer Petfood noch dabei haben, weil ihr müsst das ja auch noch füttern, ne? Ihr müsst das richtig fett füttern. So, jetzt konnte ich das mit den Moonstones leider noch nicht machen. Deswegen muss ich gucken, wo ich die herbekomme. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich kein Problem sein. Vielleicht mache ich mir ja einmal eine HP-Rate Pet und ein STA-Pet gleichzeitig, also zwei Stück. Hallo. So. Komm raus. So, dann nochmal hier ein und den. Und wenn irgendwas abgelaufen ist, so. Geschwindigkeit werde ich, denke ich, mal in den Boots reinballern, damit wir ein bisschen schneller sind. Na los, lauf. Ich muss eigentlich einmal nur anhitten und dann wartet. Rap, 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 rap. Aber man muss auch aufpassen, auch noch schön dabei heilen, weil sonst wird das nichts. Ah, nein, 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 nein. Jetzt machen wir mal ein Monster, AOE. Okay, kein Monster. Lol, mein Pet ist schon hoch. Fuck. Mal gucken, ob wir das überleben. Auf geht's! Das überleben wir locker. Bada bada boom, bada bing bing bing. Mal eben jetzt hier das Pet hier hinmachen. Boah, guckt euch das an. Mal eben durch einen AOE 50 Millionen jetzt. Also 20 Millionen, glaube ich. Aber wir haben immer noch keine Moonstones. So, das Pet ist auf Level abgekommen, okay. Perfekte Pet kann ich euch auch später erklären. Ich wollte jetzt mal auf Hero leveln, damit ich die anziehen kann, weil ich gehe jetzt nämlich sofort bei den Mammuts. Fetten AOE reinballern. Jetzt erstmal noch STA wieder hochballern. Dann haben wir nämlich 27k wieder.
Ja, und die Anziehenden behalten wir halt erstmal dann. Boah, hier bei denen. Hier ist Fett. Boah, das dauert, glaube ich, ey. Schaffen wir aber. Oha. Das wird Hardcore werden. Nein, 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 wir überleben das schon. Man muss auch mal Prioritäten setzen. Da können wir nicht so ein Big AOE machen. Aber das reicht. Alter, das dauert mega, bis ich fertig bin. Egal. Mach doch, wie bei DMO hier, ey. Ehrlich. Das wird jetzt ein bisschen dauern, Freunde. Aber das sollte ja kein Problem sein, oder? Also sterben werden wir, denke ich, nicht. Außer wir kriegen jetzt gleich die übelst fetten Crit rein. Krass, so lange habe ich noch nie gebraucht für ein AOE. Aber ich denke mal, dann kommen wir auf 120. Das ist halt das Chillige da dran, ne? Das ist das Chillige da dran. Oh, Party, da ist gestiegen. Boah, wir haben schon die Hälfte fast, so. Noch nicht mal. Das kommen immer mehr. Wenn wir die Hälfte geschafft haben, hör mal, dann dauert es nur noch eine Hälfte. Mal wieder voll aufladen hier. Das Chillige ist, die haben kein Cooldown, die Teile. Wow. Boah, na, das war jetzt heftig. Das war jetzt ein heftiger Crit von allen da. Aber die Hälfte haben wir jetzt gleich. Das sieht immer so, das sieht so extrem aus. Das würdest du auf dem Offi niemals schaffen. Das ist leider so. Aber egal, dann sind wir jetzt wahrscheinlich gleich auf 120 schon direkt. Aber wir haben noch 10 Minuten Lord-Event. Was halt pervers geil ist. Und wir sind noch in der Party, die 13 Stunden Skills anhat. Also, was will man mehr? Gut, wenn man jetzt noch in der Gilde ist und die volles Gildenhaus haben, dann gibt es nochmal fett Gilden-XP. Also kriegt er nochmal mehr XP durch die Möbelstücke. Bei den Pfiff gibt es ja auch Gildenhäuser. Da kommen immer mehr Mammuts. Die rufen Verstärkung. Aber wir haben es gleich geschafft. Das würde man als normal nicht niemals schaffen, ey. Alter. Hauen die jetzt gerade so viel rein oder was ist das? Das ist ja Hardcore hier gerade. I never wanna go on a Hardcore. Oha. Schnell heilen, du. Jetzt hauen die nämlich langsam rein, weil die sterben. Jetzt hauen sie nochmal alles raus, was geht, die Jungs. Ihr werdet uns nicht kriegen. So, hau rein da, hau rein da, hau rein. Wir haben es gleich geschafft. Und jetzt kommt der übelste Crit von allen und dann sind wir tot. Und dann wartet. Aber da kommt noch einer. Oh scheiße, falsch geheilt. So, jetzt aber. Na los, jetzt muss doch langsam mal hier das Ende kommen. Geht doch. Oh, 107. Das war doch mal gut, oder? Oh, was haben wir denn hier? Eine Axt. Oh, hau mal jetzt den Rest hier mit drauf. 109, das geht doch. Aber irgendwie schlägt der so komisch. Ah, 110. So, Venopur SCA jetzt, 37k, so wollen wir das doch sehen hier. So, zäher Hund haben wir bekommen. Ah, wir kriegen jetzt noch schön den Night Skill. Den Night Master Buff. Gibt denn der nochmal? Boah. Heal plus 80.000 und kritischer Schaden plus 20. So, nochmal einen reinballern. Und dann können wir unsere Axt schon einsetzen. Unsere Ancient Axt. Way. Weg da. So, jetzt können wir wieder eigentlich nochmal. Jetzt können wir eigentlich viele tanken, weil jetzt ist.
sind die eh alle low. Aber die reichen ja erstmal. Können wir uns nämlich gleich um das Equipment wieder ein bisschen kümmern. Dann guck ich mal, ob ich Offscreen Moonstones irgendwo finde. Ah, da kamen neue. Die nehmen wir alle mit. Ne, den haben wir schon. Den haben wir auch, oder? Ja, die drei nehmen wir noch. Denn desto mehr Geld, desto besser. So, jetzt. Hey, Debitzka. Und jetzt geht's auch schneller, weil wir viel mehr Damage machen. Die machen gar kein Damage mehr an uns. Und das ist geil, Leute. Das ist super. Und jetzt gibt's gleich Geld. 81 Millionen habe ich. Jetzt achte ich mal auf die Kohle, die wir bekommen. Oh, geil. 20 Mille war der AOE jetzt. Und ein AOE können wir noch machen, den Marino. So, da gucken wir aber mal, ob wir hier eine größere Fläche finden mit den Viechern. Noch ein 20 Mio AOE wäre jetzt geil noch. Nochmal, ich nehme jetzt einfach alles, was geht. Alles, was geht. Auch wenn ich alle hier tanke. Aber mir fällt gerade ein, ich habe immer noch nicht das Zeichen, was man eigentlich kriegen sollte. Vielleicht kriegt man das auch ja später hier auf dem Server. Das kann ja bestimmt auch sein. Und ich bräuchte vielleicht irgendwas, was mir wirklich die Laufgeschwindigkeit erleichtert. Da ich mir in meinen Boots 100 pro Dingens reinballern werde. Geschwindigkeit, auf jeden Fall. So, weg damit. Oh, ein bisschen Petfood mal machen. Oh, das müsste reichen. Das reicht. Und geil ist, die machen uns einfach gar kein Damage mehr, obwohl wir voll low Equip haben. Also wir haben wirklich noch gar nichts an Equip und ja, wir kommen jetzt schon auf 41k fast. AP. Und wir sind auch nicht mal Max Level. SDA plus 1. Boah, krass. Oh, wir kriegen Moonstones. Wir haben Moonstones gefunden. 2 Stück. Warum findet man Moonstones denn so unselten? Keine Ahnung. So, dann hauen wir jetzt nochmal einen rein, einen dicken. Gucken, ob ich mal eben kurz weggehe und suche mal eben noch eine andere Area. Weil hier ist die Area mit den 109ern. Da geht man eigentlich hin, um zu farmen. Aber es gibt ja auch so eine kleine Area mit denen hier, mit den 115ern. So eine kleine Mini-Area. Aber wo ist die? Wir haben noch 4 Minuten Buff, komm. Bis zum Hero schaffen wir das noch. Hier sind so wenige. Egal, wir ballern noch jetzt an reinkommen. 91 HP, das muss reichen. 91 HP. Questies haben wir wieder genug. Aber wir sind so langsam und das mag ich nicht. Deswegen, es gibt bestimmt auch hier noch ein paar Power-Ups, die man saugen kann oder so. Es gibt nämlich auch hier so ein Saugfeld. Werden wahrscheinlich viele von euch kennen, damit man da manchmal richtig geile Sachen rausbekommen kann. Halt auch beim Privatserver ist das halt immer so. Dass das Collie-Feld geile Sachen ausspuckt. Weil irgendwie sind hier viel zu wenige. Mal gucken, ich hole mal hier oben nochmal eine Menge. Eine Menge, eine Menge. So, den noch. Den. Und den noch. Mal gucken, ob die anderen alle kommen. Ja, das reicht. Das reicht bis Level 100, bis Hero. Denke ich mal. Oder wir kriegen jetzt gleich erst halt Zeichen. I don't know. Aber wir haben auf jeden Fall Moonstones jetzt schon mal, was geil ist. Jawohl, wir sind Mammutausrotter. Und wir müssen auf jeden Fall in auch einen kurzen Tower gehen, da ein AOE machen. Weil wir nicht da genug Geld, ach, nicht genug XP bekommen haben. Ja, gut, ist ja kein Problem. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Ich set jetzt nochmal irgendwie den Rest. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.